So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Detroit Become Human, hier wieder mit unserem lieben Connor, der jetzt Bericht erstattet. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da großartig in dem Gelände umsehen können. Ah, doch, irgendwie schon. Ich finde die Frau sowieso ein bisschen seltsam. Ich steck mir kurz mal noch einen Kaugummi in den Mund. Amanda! Du geile Sau, was machst du da? Hallo Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Mein Glückwunsch, Connor. Du hast den Abweichler gefunden. Also, was hast du erfahren? Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Ach, Zeichen auf den Wänden. Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Zu schade, dass er sich selbst zerstörte. Ey! Er war in Lieutenant Andersons Obhut. Ich konnte nicht vorhersehen, dass er ihn entkommen lässt. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Eher schlecht. Er ist mir gegenüber äußerst feindselig und zeigt weiterhin kein Interesse an der Untersuchung. Mit ihm zu arbeiten ist wirklich nicht einfach. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Entweder war er jetzt gerade ein bisschen verwirrt oder keine Ahnung. Ach ja, jetzt liegt er da besoffen rum. Vielleicht können wir diesmal ein bisschen mehr über ihn erfahren. Über Lieutenant Anderson erfahren. Die Beziehung ist etwas sehr angespannt. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Der Typ ist besoffen. Der Wuffo fliegt da rum. Oh. Hank ist ohnmächtig. Ja, ja. Lieutenant Anderson! Kann man das nicht anders machen? Oh. Thank you.
dich, Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Interessiert ihn irgendwie auch nicht so. Ich habe keinen Bock, mich um Hank zu kümmern. Ich will mehr über ihn erfahren. Oh! Oh. Der sieht vielleicht aus, Mann. Schottischer Whisky. Oh, er wird sich umbringen. Eine Kugel im Lauf. Hat sich voll gekotzt. Ach nee, Herz. Herz. Okay, der ist okay. Oh, doch hat. Ah, okay. Alkoholvergiftung. Aufwachen, Lieutenant. Ich bin es, Connor. Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, Gefäß von hier. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hä? Schuhe, Fassi. Gute Hund. Fassi. Krass, ich glaube, ich muss kotzen. Na, ja, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. I'm not grumpy. Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Und aufdrehen. Was tust du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Ach, scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Eigentlich will ich ein bisschen mehr über Hank erfahren. Hier ist nichts. Oh Mann. Was möchten Sie anziehen? Gestreift, streifig, Hippie. Hippie. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ein bisschen mehr über den Hank erfahren oder so. Lieutenant? Ja, ja.
wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Erfahre mehr über Hank. Detroit Star Records, Old Blue. Aha. Hank liebt Jazz. Dass ein dritter Weltkrieg jeden Tag wahrscheinlicher wird. Hank liebt Jazz. Eigentlich wollte ich mehr erfahren, wo man im Prinzip Ding herfinden, weißt du? Den Namen von seinem Sohn. Ja, ist ja gut. Da, das ist es. Ein Bild, oder? Ja. Gestorben, Anderson Cole. Hank hat seinen Sohn verloren. Was wollten Sie mit der Waffe? Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeschärft sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte Sie getötet. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Wir können auch eine grandiose Wende erreichen, glaube ich. Aber immer noch nicht alles. Ja, immer noch nicht alles. Distanzierung halten. Ne? Scheiße. Also einmal hier, Lieutenant Anderson finden. Da gab es nochmal eine Möglichkeit. Es gab noch eine Seitentür, glaube ich. Haus betreten. Hanks Hund greift an. Hanks Hund beruhigen. Geht es auch anders? Hank analysieren. Hank ist im Bad. Ins Bad bringen. Distanzierung halten. Hippie-Shirt nehmen. Dann, fehlt halt wieder einiges. Russisches Roulette. Cool. Hank angespannt. Naja. Gut, ich würde mal sagen, Feierabend für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir direkt weiter. Und bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.